Laderegler ist heute das Thema. Hier habe ich den Laderegler her, das Prinzip, ne, ist seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, 100 Jahren gleich geblieben. Und kann man nicht nur im Motorrad oder im Moped anwenden. Ja, natürlich auch im Motorrad und Moped, ne, wenn euer Laderegler da durchgehauen ist. Ich habe da neulich von einem Kumpel gesagt bekommen, dass die so um die 100 Euro kosten. Naja, wenn es erstmal nur darum geht, dass die Batterie wieder ein bisschen Saft bekommt, während man fährt und es einem halbwegs egal ist, wie schnell die ausfällt, reicht da eigentlich auch schon die richtige Gleichrichterbrücke. Ja, da kommt es dann nämlich nur drauf an, was für ein Strom aus eurer Lichtmaschine rauskommt. Da gibt es wohl irgendwie Einphasenlichtmaschinen und Dreiphasenlichtmaschinen. Hier ist jetzt gerade eine Dreiphasenlichtmaschine eingezeichnet. Eine Phase, zweite Phase und die dritte Phase. Ja, und bei Einphasen habt ihr dann natürlich nur ein Kabel, ne? Also bei drei Phasen drei Kabel und bei einer Einphasenlichtmaschine habt ihr ein Kabel. Ja, dieses Teil hier hinten regelt dann eigentlich nur, ja, je mehr Drehzahl ihr dann hier drauf gebt, desto schneller dreht der Generator dann natürlich, desto mehr Energie poltert er hinaus und irgendwann ist die Batterie natürlich voll, ne? Und das Teil tut dann nichts weiter machen, als die ganze Überschussenergie hier draus in Wärme umwandeln. Ne? Da sind da irgendwelche Kühlrippen drauf und da hast du nicht gesehen, ja. So machen wir das seit 100 Jahren jetzt. Aber Herzstück der Angelegenheit ist eigentlich dieses Teil hier, ne? Bei 3-Phasen-Wechselstrom brauchen wir 6 Gleichrichter und bei nur 1-Phasen-Wechselstrom brauchen wir nur einen Gleichrichter. Ja, aber wie schaltet man die jetzt zusammen? Weil, ne, so wie auf dem Schaltbild hier, oh Mann, da macht man sich ja übelste Knoten in den Kopf. Ja, geht ganz einfach. Wir machen jetzt erstmal die Einphasen. Ne? Also wenn man Einphasenwechselstrom hat, wie macht man da Gleichstrom draus? Diese Schaltung machen wir jetzt erstmal. Da brauchen wir nur 4 Dioden dafür. Und zwar beim 4-Wege-Brückengleichrichter, B4U wird er glaube ich genannt. B2U, B4U, ah, ist aber wurscht. Jedenfalls Kopf an Kopf. Und Arsch an Arsch. So, haben wir einmal die Arsch an Arsch zusammen, einmal die Kopf an Kopf zusammen und jetzt einfach so hier zusammendrehen. So, das ist es auch schon. So, da wo es unterschiedlich ist, ne, wo Kopf auf Arsch kommt, hier auch Kopf auf Arsch, da ist es also unterschiedlich, da kommt unsere Wechselspannung rein. So kann man sich das als Brücke merken. Ne? Und hier oben kommt unser Plus raus, da wo die Striche sind gemeinsam. Und da wo sie an Arsch und Arsch zusammen sind, kommt das Minus raus. Ne? Also hier eure Einphasenwechselspannung anschließen. Da und da, eine Phase und Masse dann beim Moped und hier kommt dann da Plus und da Minus raus für eure Batterie. Das war die 4-Wege-Brückengleichrichtung. Für die 3 Phasen benötigen wir 6 Dioden. Was ist das eigentlich für Dioden hier, die ich hier nehme? BY500, 1000. Ja, ich glaube, die haben 1000 Volt und 5 Ampere. Ja, da halt ein bisschen drauf achten, ne, dass sie ordentlich Ampere aushalten. Aber bei der Lichtmaschine für Motorrad, wie viel erwartet man da? 12 Volt,
400 Watt. Ja, guck mal so, dass er 5 Ampere oder 10 Ampere Dioden findet. Die kosten nicht die Welt, jedenfalls keine 100 Euro für einen, wie für einen neuen Laderegler. Gut, 3 Phasen B6U Brückengleichrichtung. Da gehen wir auch wieder. Überall. Ach nee, jetzt muss man andersrum machen. Ne? Gut, jetzt machen wir zuerst 3 Pärchen. So, 3 Pärchen. Und dann tun wir die 3 Pärchen einfach an der unterschiedlichen Stelle zusammendrehen. Unterschiedlich. So, jetzt haben wir die 3. Und da gehen wir jetzt, also nehmen wir jetzt alle Köpfe zusammen, ne? Alle offenen Köpfe noch. Hier sind 2 offene Köpfe, ne? Hier ist ein Kopf und da ist ein Kopf, die nehmen wir zusammen. Und hier ist ein Arsch und hier ist noch ein Arsch. Den nehmen wir auch zusammen. Jetzt haben wir die noch. Jetzt haben wir hier den Kopf, der muss mit an die ganzen Köpfe ran, ne? Dass wir hier 3 Köpfe nach oben haben. Und die andere Seite kommt daran, wo wir die ganzen Ärsche zusammen haben. So, sieht ein bisschen komisch aus. Wir tun sie mal noch ein bisschen auseinanderbiegen. Das ist Plus, das ist Minus und das ist L1, L2, L3. Ja, ne? L1, also Phase 1, Phase 2, Phase 3 von eurem Wechselstrom. Ja, ist wieder gewechselt. Hier ist der Kopf, da der Arsch, da geht es zusammen. Und hier unten, wo diese ganzen Köpfe zusammengehen, kommt hier wieder der Plus raus, der gemeinsame. Und hier ist dann euer Minus. Ja, und das war's schon. So kann man dann Drehstrom in stinknormalen Gleichstrom umwandeln. Ja, dann brauchen wir noch hier solche Spannungsbegrenzer-Dioden, auch 10er-Dioden genannt. Ne? Gibt es hier für 12 Volt 600 Watt. Die müssten reichen, die holen wir uns mal. Ja? Geht schon. Auf jeden Fall. Brauchen wir nur zum Atze. Oh, die sieht wirklich klasse aus. Die kleine. Da ist die Batterie dann. Wo kommt der Regler? Da kommt dann hier daneben ran. Ach, da unten. Alles klar, so viel Platz haben wir dann auch sozusagen. Das ist ja schön Kühlung da normalerweise. Mhm. Ja, schön gemacht. Auf alle Fälle. Und mit LED-Schlafaugen. Geil. Ach, da gucken. Wirklich, Mensch. Mhm. Oh ja, das ist ordentlich hell. Ja. Da gehen extra Blinker dran, ne? Die Dinger gibt es so fertig zu kaufen hier, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Da war eigentlich noch ein Glas drauf, ne? Ja, aber trotzdem. Das habe ich jetzt mal verloren. Die machen ja alles mit Transistoren. Da richtig auch mal irgendwas drauf. Ey, das können wir mit Schultief viel besser hinkriegen, glaube ich. Wo sind auch die Lampen? Ah. Da kommst du mit einer 50 Watt Lichtmaschine aus. Aber wie gesagt, das können wir als 10er noch dazu, ne?
Ach so, ja, nee, das brauchen wir natürlich. Da brauchen wir schon ein paar Watt. Bestimmt. Und was ist denn das hier für eine Lufteinzugshutze? Ja. Krass. Das zieht hier durch den Rahmen, das hier runter. Krass. Die machen Sachen. Achso, bis 16 kannst du fahren. Cool. Okay. Du Edel. Das ist jetzt auch endlich fertig. Mal gucken, ob er diesmal richtig schöne Spannung rausbringt. Die letzten Rotowerter-Versuche sind ja nicht ganz so gut verlaufen. Gut, wir haben es schon geschafft, dass man so aufschaukeln kann. Und mehr brauchen wir ja hier jetzt auch nicht. Der wird eigentlich mit 36 Volt betrieben, dann bringt er 3000 Umdrehungen. Wenn unser Drehstrommotor als Generator funktionieren soll, dann muss man den ein bisschen über seine Nenndrehzahl bringen. Hier steht 1500, also denke ich mal so, ab 1600 Umdrehungen müsste der die Kondensatoren hier hin und her schaukeln. Ja, und dann gehe ich mal davon aus, dass wir nur ungefähr 24 Volt dafür brauchen, ne, um auf die 1600 zu kommen. Ja, es sind Alaun-Kristallbatterien. Weiß nicht, was die für eine Amperezahl bringen. Ich kann ja aus Luxendollerei dann mal das kann man mal machen, das Ampermeter mal mit reinhängen. Ne? Das Ampermeter hängt im Plusstrang drin. Und hier, das ist das Voltmeter. Mal gucken, wie viel Spannung hier rausgepoltert wird. Ja, originale Lichtmaschinen haben so um die 70 Volt. Ich schätze mal, da bin ich hier ein bisschen drüber. Naja, also der endgültige Test muss dann wahrscheinlich doch am Motorrad gemacht werden. Oder zumindest mit einer Lichtmaschine, weil, ja, ich muss ja gucken, ob meine 10er-Diode dann funktioniert, die dann hier dann den überschüssigen Strom, wenn die Batterie leer ist, gegen den Lastwiderstand ableitet, ne? Na gut, erstmal gucken, ob das hier so funktioniert ungefähr, ne? Ob unsere B6U-Gleichrichterbrücke, die aus Drehstrom, Wechselstrom macht, ne? Gut, so, dann gehen wir mal voll an 24 Volt ran. Aha. Trieb los. Ah, jetzt ist er in Sättigung gegangen. Ist hier bei 200. Und jetzt löst sich meine Kupplung hier auf, aber habt ihr gesehen? Bei 260 Volt Gleichspannung war das hier gewesen. Ja, also so funktioniert das schon mal ganz gut. Ah, auf die Ampere habe ich gar nicht geguckt. Gucken wir nochmal fix auf die Ampere, wa? Na gut, nur 4 Ampere. Nee, warte mal, noch ist er nicht. Nee, er hat die Kupplung. Die Kupplung hat es mir zersetzt hier. Naja, kurz hat er Heißlein gehalten. Immerhin, dafür hat es gereicht. Gut, also, B6U Gleichrichterbrücke könnt ihr auch so zusammenbasteln. Ne? Die hier ist jetzt für 10 Ampere gedacht, also immer zwei nebeneinander. Ja gut, müssen wir das nächste Mal am Motorrad ausprobieren.